Herzlich willkommen zu Let's Play The Void und wir machen jetzt beim Zyklus weiter und ich weiß auch jetzt, woran es lag, wieso ich nicht aufnehmen konnte da gerade. Ich nehme das jetzt nämlich schon zum dritten Mal auf. Ich hatte den Eingang vertauscht meines Headsets. Du bist beinahe leer. Du stirbst. So, wo muss ich hin? Ich habe nämlich keinen Plan. Ja, und das Spiel hier ist zensiert. Die Originalversion, da wäre die nämlich nackt. Meine Schwestern glauben, dass diese Leere längst tot ist und die Wächter nie zurückkehren werden. Aber als du erschienen bist, hat sich etwas verändert. Und die Wächter spüren das, sogar von weit her. Ja, wo sind die denn, diese verdammten Wächter? Sein. Sie kehren zurück. Ey, wer sind denn diese verfluchten Wächter? Niemand sagt mir das. Das ist voll scheiße von euch. Und anscheinend kann ich rennen. Ja, ich kann rennen. Ich kann einigermaßen sprinten. Let's jump into the water. Schwester, wie viel von uns sind noch am Leben? Dort kann ich dich noch nicht hinlassen. Ich habe die Stärke dazu nicht. Und was ist das dann? Da kann ich auch noch nicht hin. Was soll das? Ach so, jetzt kommt's irgendwie. Es fühlt sich beinahe an, als wäre Farbe in die Leere zurückgekehrt. Nur ein wenig. Und dennoch, etwas hat sich verändert. In den alten Zeiten war es normal, mit jedem Zyklus kam Farbe in die Kammern der Schwestern, bis wir sie verärgerten und sie uns verließ. Und nun kann es sein, dass diese Tropfen für dich hier sind. So, und jetzt sag mir alle, wo muss ich hin? Ach, ich hole mir erstmal die Farbe aus meinem Garten. Holen uns unsere Farbe, machen einen schleunigsten Weg in den nächsten Teil. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass sich da was verändert hat. Wow. Sieht so aus, als gäbe es hier nur einen Predator. Hörst du ihn? Oh ja, ich sehe. Die Fürsten werden vor dir niederknien. Schlage es mit Farbe. Nimm eine gute Menge Nerva und schlage es. Je mehr Farbe du für den Schlag verwendest, desto stärker ist er. Die Farbe fühlt deinen Willen. Los, kämpfe! Unglaublich, du hast es besiegt. Genau so muss Ach so funktioniert das, wusste ich gleich. Sag mir doch, wie ich Leute töte. Je mehr Farbe du in einen Angriff legst, desto wirkungsvoller ist er. Hm.
so, jetzt pflanzen wir noch ein Bäumlein, ein Bonsai. Wird dich besser beschützen als ich. Ach echt, dann hör auf mir so zu flüstern, dann krieg ich Angst vor. So, malen wir dann mal die Titten wieder. Dann mal raus Alpha. Лучше бы ты рисовал донором. А теперь часть твоего цвета растаяла без пользы. Sieht doch schön aus. Jetzt gleich muss ich noch wieder Farbe mein ich Herz. Ich dir machen. Ja, leck mich. Über die Zeit besser beschützen. So, dann machen wir jetzt noch ein Herz. Unsere Herzen sind... Boah, die sind wieder tierisch niedrig. Klingt alles extrem viel Farbe. Oh. Als ich. So. Prädatoren verunreinigen mein Reich. Das ist nicht gut. Erst einmal sind sie gefährlich, obwohl sie nicht einmal wirklich leben. Aber sie fühlen die Farbe in dir und werden immer angreifen. Zweitens sind sie ein Anzeichen, dass Farbe verschwendet wurde. Nichts erzürnt die Brüder mehr. Das Erscheinen von Predatoren, die Wächter, ist ein Zeichen, dass ihr Reich krank ist. Ich bitte dich, reinige meine Kammern von ihnen, oder wir sind beide verloren. Verschwende nur nicht zu viel Farbe. Ich fühle zwei, die hier lauern. Ich kann sie hören. Sonst heißt es immer, ich kann sie riechen. Aber nein, diesen Spiegel muss ja heißen, man kann sie hören. Ich auch. Hört schon nicht fair, mal so. Da bist du. Haha. Ta-da. Hier durch dieselben Scheißkammern, wieso? Du bist beinahe leer. Du stirbst. Ja, tu mich auch allein. Ich hab nicht mehr viel Zeit, scheiße. Du bist beinahe leer. Ich weiß. Du stirbst. Ach echt?
Niemand ist hier. Niemand. Gott sei es gedankt. Ich habe eine minimale Farbe. Nichts bedauern. Ich bin dein Licht im Dunkeln. So, Farmen ohne Ende. Farmen, Farmen, Farmen. Niemand wird dich besser. Das Interessante für das Spiel, gibt es 13 Spielenden. Ja. Nichts. Die Fürstinnen werden vor dir niederknien. Weg wie sonst was. Gleich kommt's wieder. Oh, du stirbst. Zuerst schon denken. Du verschwendest Nerva aus deinen Herzen. Du bist beinahe leer. Du stirbst. Ja, das ist mir klar. Das brauchen wir hier 50 Mal zu sagen. Ich weiß, dass ich leer bin. Und bei sowas stehe ich. Ich fühle zwei, die hier lauern. Ich kann sie hören. Nein, nein. Nicht cool. Jetzt gleich kommt's wieder, oh, du bist fast leer. Ich könnte schreien. Ich fühle zwei, die hier lauern. Ich kann sie hören. So, gehen wir mal auf. Also wie... Oh. Ich gehe aufs Menü. So. Ah, da oben ist doch das zweite. Da müssen wir auch deren eigene Kammer, glaube ich, säubern. Ich denke, das waren alle. Danke, Geliebter. Oh, ich bin Geliebter. Kehre zu mir zurück. Ja, kehre zu ihr zurück, dann wird sie dich bängen. Also manchmal sollten solche Leute auf ihre Wortwahl achten. Danach muss ich wieder zum Scheißgarten und dann... Ah, das ist jetzt so echt hart hier.
Du hast es geschafft. Die Wächter sind unbarmherzige Kämpfer. Aber jetzt weißt du auch, wie man kämpft. Was, wenn sie dich prüfen, bevor sie entscheiden? Du bist jetzt bereit, eines meiner Herzen zu sehen. Hast. Diese Glyphe lädt die Luft und den Boden um seinen Schöpfer mit Farbe auf. Für eine kurze Zeit erhöht dies die Geschwindigkeit seines Schöpfers und die Weite seines Sprungs. Je mehr Farbe benutzt wird, umso länger wirkt der Effekt. Ja, die sehe ich schon oft im Menü. Ja, so kann ich Zeit im LP sparen. Hör zu. Jede Schwester hat ihre eigenen Herzen. Auch wir können Farben trinken und stärker werden. Fülle ein Herz und die Schwestern werden dir helfen und dich in die Kammern lassen. Fülle das zweite und sie werden stark genug, dich durch ihr Reich passieren zu lassen. Tiefer hinein in die Leere. Die Brüder durchstreifen die Leere, wann immer sie mögen. Du musst auch dies lernen. Ich muss so vieles lernen, komm mir langsam so vor, als wäre ich in der Schule. Es wird nicht einfach, meinen Durst zu löschen, denn ich bin beinahe verdurstet. Es wird mehr als eine Ernte aus deinem Garten benötigen. Aber dies ist das Letzte, um das ich dich bitte. Öffne zwei meiner Herzen mit Gold und Smaragd. Und die Brüder werden es nicht wagen, dein Recht in Frage zu stellen, einer von ihnen zu werden. Ich hab nichts verstanden, genau. Ich bin zwar intelligent, aber nicht so intelligent, als hätte ich das verstanden. Also soll das heißen, irgendwelche Brüder da greifen mich nicht an, wenn ich so und so viel Herzen mit so und so viel Scheiße fülle. Purpur, Azur, Violett, Smaragd, Gold, Bernstein, Silber. Ich bin so am Arsch. Auf in die Leere. Du bist beinahe leer. Ja, das liegt daran, dass du stirbst. So viel, was ich weiß. Лучше бы ты рисовал донором. А теперь часть твоего цвета растаяла без пользы. Hast du damit eigentlich indirekt gesagt, dass die Farbe mein Blut ist, oder was? Oder habe ich das falsch verstanden?
Лучше бы ты рисовал донором. А теперь часть твоего цвета растаяла без пользы. So, ich bin so ziemlich am Arsch. Лучше бы ты рисовал донором. А теперь часть твоего цвета растаяла без пользы. Das war's mit dem Part. Hoffe, hat euch wieder viel Spaß gemacht und ich sag dann ciao, ciao und ciao und ciao und morgen kommt wieder so Mass Effect und ciao und ciao und ciao und bye 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 bye.